Auch dieses Thema wollen wir vertiefen. Bei mir im Studio ist General AD Roland Carter. Herr Carter, ich grüße Sie. Herr Simon, guten Tag. Briten und Amerikaner, wir haben es im Beitrag gerade eben noch gehört, sind eher zurückhaltend bei der Einordnung der Täterschaft. Sie wollen erst klare Beweise sehen, dass die ausgewertet sind. Aber werden wir überhaupt jemals Beweise sehen können? Satellitenbilder oder Ähnliches? Kann man einen solchen Fall überhaupt beweisen im Nachhinein? Zunächst mal ist festzustellen, es handelt sich um eine schreckliche Katastrophe für die Menschen in dem Gebiet. Und militärisch gesehen stellt sich in der Tat die Frage, wer hat von diesem Unternehmen Vorteile? Und das kann man unterscheiden vielleicht. Ich sage, es hat überhaupt keiner langfristig Vorteile. Kurzfristig vielleicht. Und nach allem, was wir sehen, nach allem, was wir bislang wissen, was aber immer noch im Bereich der Spekulation ist, würde man dieses Unternehmen den Russen zuschreiben. Nämlich, dass sie schlichtweg den Staudamm gesprengt haben. Ich halte es schlechterdings für ziemlich unwahrscheinlich, dass die Ukraine mit Waffen dort reingeschossen hat. Ich wüsste keine, die aus entsprechender Entfernung so einen derartigen Schaden in einem so meterdicken Betonunternehmen anrichten kann. Insofern spricht vieles für die Russen. Andererseits, in diesem hybriden Krieg kann man sich nie sicher sein. Und wenn man fragt, was für ein Ziel mag dahinter stecken? Was ist die Absicht eines solchen Unternehmens? Es sei denn, es handelt sich um einen wirklich schrecklichen Unfall, dass irgendeine schlecht verbaute Minensperre oder Minengeschichte dort von sich aus unfallweise hochgegangen ist. Auch das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Dinge liegen irgendwo anders. Insofern, welches Ziel verfolgen die Russen? Sicherlich, in erster Linie kann man sagen, durch diese schreckliche Katastrophe wird einer der direkten Angriffsachsen auf die Krim nachhaltig unterbrochen. Und sicher ist auch, dass es zunächst einmal keine Chance gibt, dieses Gelände auf absehbare Zeit militärisch zu nutzen. Und insofern liegen wieder die Vorteile kurzfristig gesehen möglicherweise bei den Russen. Ich glaube aber nicht, dass es bei einer durchaus möglichen Verzögerung zu nachhaltigen Behinderungen der Offensive gibt. Insofern stellen sich immer noch weit mehr Fragen, als wir Antworten haben. Ich würde auf die Militärstrategie, das haben Sie ja schon jetzt im Grunde erläutert, nochmal auch noch dahingehend eingehen wollen. Das Flussufer des Dnipro soll ja vermint gewesen sein. Was bedeutet das denn für die Menschen, die da jetzt überleben? Also für die Menschen, die da überleben, kann ich nur sagen, wegbleiben, so gut es geht. Militärisch muss man sagen, deswegen war meine Auffassung, dass dieses Gelände auf absehbare Zeit militärisch nicht zu nutzen ist. Denn in der Tat war das gesamte Gelände war ja nachhaltig vermint. Und wenn diese Minen jetzt durch die entsprechenden Wasserdrücke, durch fließendes Wasser gesprengt werden oder auch einfach sich in Bewegung setzen, so ist das eine brandgefährliche Geschichte, die wir leider in der Geschichte ja oft genug erlebt haben. Insofern alleine nur das Minenproblem, von dem wir ja nicht wissen, wo waren sie? Wie viele waren es? Wo sind sie hingeschwommen? Ist ein Thema, das, wenn man dieses Gelände nutzen wollte, zu nachhaltigen Verzögerungen führt. Insofern, das alleine reicht, um zu sagen, da geht im Augenblick gar nichts. Die Regierung in Kiew hat ja ungefähr seit Oktober immer wieder betont, dass dieser Staudamm von den Russen vermint worden sei. Beweisen ließ sich das natürlich nicht. Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, der Staudamm steht unter Kontrolle der Russen. Aber hätte das westliche Militärbündnis da nicht vielleicht mehr Druck auch auf Russland ausüben sollen, indem man halt sagt, das wäre eine rote Linie, wenn dieser Staudamm zu Bruch geht, wenn der zerstört würde, wäre das sinnvoll gewesen? Hätte man überhaupt ein solches Druckmittel aufbauen können? Wenn man diesen oder diese Zerstörung des Staudamms gleichsetzt, und das kann man in der Tat tun, dem Einsatz eines Massenvernichtungsmittels, dann mag es politisch sicherlich sinnvoll gewesen sein, wenn man früher im Sinne von Abschreckung ein anderes Geschütz aufgefahren hätte, politisch, indem man den Russen klar gesagt hätte, was das für Konsequenzen hat, wenn da irgendjemand sich versuchen wollte.
Aber auch hier bewegen wir uns, da wir ja die Urheberschaft nicht wissen, im Bereich der Spekulation. Also im Grunde genommen sehr schwer zu beantworten. Und ich würde da niemandem heute einen Vorwurf machen wollen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.